Hallo und herzlich willkommen zurück bei Red Dead Redemption 2. So, ich habe mich jetzt mal kurz schlau gemacht, wie ich Hey. What are you working on? Problem. Fire arrows. Interesting. You give me a bottle of moonshine, I'll make you some. Moonshine. Whiskey do? No, has to be moonshine. Whiskey is strong enough. Okay. Thank you. Das ist kein Problem. My pleasure. Dann kann ich dir direkt geben. Got that moonshine for you. Okay, thanks. I'll make some arrows for you later. Sounds good. Na, den haben wir nicht voll eingesammelt, den Schwarzgebrannten. Aber... So, ich will eigentlich was herstellen. Kann ich das hier in dem Feuer auch machen? Probieren wir erstmal Kaffee. Ich habe mich jetzt schlau gemacht, was das Jagen der Hasen angeht, beziehungsweise eben Erhalten der Fälle. Ich will schon den Kaffee ausmachen. Dafür muss ich Rentierpfeile herstellen. Gibt es. Dafür brauche ich allerdings ein bisschen Zubehör und ich muss das Rezept gelernt haben. Das sollte ich eigentlich am Anfang von Kapitel 2 erhalten haben. Jetzt weiß ich gar nicht genau, sind wir denn, wo sind wir denn? Sind wir in Kapitel 2? Storymäßig sind wir in Kapitel 2. So, da sollten wir eigentlich das Rezept erhalten haben. Dann habe ich da. Frage ist. Sehen kann. Noch nicht. Zigarettenbilder, da fehlen noch einige. Spielfortschritt. Oh, da fehlen aber einiges. Bitte. 3 von 6. Stelle ein Kochrezept, ein Ton. Artikel entfernt. Kutsch nur frei. Ja, das muss ich alles nochmal irgendwie machen. Irgendwie. Gut. Howdy. So, you met Sean? Not really, but I've heard him. Yeah, he ain't the retiring type. Gut, wie dem auch sei, wir hatten uns ja schon eine Aufgabe gesetzt. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen aus dem Lager raus. Ich habe schon was auf der Karte markiert, wo sich Hasen aufhalten. Ach, ne, wollen wir mal gucken. Da sollen sich Hasen aufhalten, deswegen. Das Gebiet markiert. Ich werde aber unterwegs irgendwo mein Camp einmal eröffnen, damit ich gucken kann, ob ich Kleintierpfeile tatsächlich anfertigen kann. Dann muss ich aber ein Stück weit aus dem Camp raus. Nach einem Puma. Get away from me now! Fuera! Das klingt ganz besonders nach einem Puma. Malditos Pumas! Ja.
Habe ich echt abgeworfen? Das war ein perfekter Schuss. Damn good shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Aha. Ah, oh, perfektes Puma-Fell. Na, wenn das mal nicht gut ist. Good luck with it. Qué alivio. Hat dich ja jetzt echt Schwein. Ja, komm schon. Ah, meine Batterie ist fast leer. Ja, das ändern wir jetzt mal. Zack. Ich habe ja für alles gesorgt. Ich habe Strom direkt vor Ort. So. Hier, was kann ich doch... Ne? Ich, okay. Ah. Oh, jetzt habe ich die Pflanze gegessen. Sehr klug. Wilde Möhre. Aber eigentlich wollte ich sie sammeln. Vöglein, Vöglein. Oh, dann würde ich ganz gerne mein Camp einmal aufschlagen. Oh. Morita? Nein, zu. Gepäck. Das Lager benutzen. Schön. Und wir wollen was herstellen. Und zwar muss ich ja auch, wie ich gerade gesehen habe, kann man auch irgendwie Arzneien und so ein Zeug herstellen. Lagern. Munition. Ich habe keine Munition. Was hat der Tomahawk? Ja, dann nehmen wir doch mal den verbesserten Tomahawk auch her. Waffe müssen wir ja auch herstellen. Jagd. Also so viel zum Thema, ich sollte das Rezept für die Kleinwildpfeile direkt haben. So, dann das mit X würde ich mal sagen. Lager abbrechen. So, wo bin ich denn? Jetzt kannst du mal anders hin, was steht? Dann ist noch ein Feuer. Hier nach da unten, oder? Du bist doch eine Pflanze, die ich sammeln kann. Okay. Hätte fast gewettet. Wo ich jetzt hier wieder runter? Komm ich hier runter? Ah. Sollte gehen. Alter, bleib halt nach. Hoffentlich. Ja. So, Häschen, Häschen aus der Grube. Nein. Oh, was ist denn hier? Fackelt. Hallo, Balthasar. Braves Wörtchen. Da fällt mir noch was auf. Alright, boy. Nee, ich will nicht ins Pferdeinventar. Sondern
Genau, irgendwo noch die Schatzkarten. Handkarten, Schatzkarten. All. Also überhaupt gar nichts. Yep. Ja, auf jeden Fall ein Feuer gewütet. Wird gesteigert. Alter, wir schnell rein, R1 und X zurück, um diese Wege auszuführen, die Rutschbremse. Oh, 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 was mache ich hier? Nein! Oh, 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 Alter, sah! Komm ich denn hier hoch? Ich wollte es doch bestimmt mal umgucken. Alter, wo ist denn die Sonnig? Haben die eingesteckt? Kaputt hier. Normalerweise immer irgendwie was versteckt, oder? Jetzt echt rüberspringen. Autsch. Ich hätte wahrscheinlich wirklich da rüberspringen müssen, dann wäre bestimmt irgendwas gewesen. Aber das ist doch meine Schatzkarte. Das ist doch hier meine Schatzkarte. Genau die ich gerade auf hatte. Mit dem, das ist der Pumpel. Ich stehe jetzt quasi hier vorne vor. Das heißt, ich bin da den Weg tatsächlich lang gelaufen. Runter? Was ist da irgendwo noch? Also ich muss jetzt mal da hoch. Ach, ich freue mich. Ich habe eh Balthasar oben zurückgelassen. War ja nicht tödlich oder so. Das ist der Weg, der auf der Karte angezeigt war. Kommen wir dann hier so ein Stück lang. Jetzt rüberspringen oder? Karte. Der Call. So, schon. So, ja. Hier bin ich auf jeden Fall richtig. Da bin ich mit. Will das da aber auch so, dass man den Witze sieht. Das heißt, ich muss da rüber springen. Wow.
Okay, jetzt kann ich dich gehen. Vielleicht. Ah! Und versteckt. Jetzt kannte der Jackal-Bande. Moment, natürlich untersuchen. Ein Schatz. Aha. So, das sieht aus, als wären das irgendwie mehrere Geysire und dann finde ich den Schatz irgendwo da. Ach, er soll jetzt überhaupt gar nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Mal gucken, wenn ich das irgendwann mal hier mal gucken, ob die da wegkommen. Autschen. Gucken wir mal, wie weiter da einen Weg findet. Das ist eine ganz wilde Idee. Muss ich jetzt wieder hoch, um weiter da runter zu holen. So, jetzt muss ich einen Schatz finden, damit ich dann auch tatsächlich ja, komm. Der Wasserrang mal. Gott schreite, so. Gut, aber ich brauche diese Kleintierpfeile. Ohne die Kleintierpfeile kann ich die Hasenjagd weitestgehend der Pfeife rauchen. Das bedeutet, dass wir uns das erste Mal hier noch nach Franco Hernandez kümmern. In der Folge dann wenigstens den Teil abzuschließen. Und noch im Bereich der Karte entdecken. Langsam wird es aber. Ich darf nur das Fell nicht verlieren. Ich muss also auch weiter so aufpassen. Haben aber erstmal eine etwas größere Reiterei vor uns. Ist natürlich, ob der Regen nicht eher hinderlich ist für die Qualität des Fells so im Nachhinein. Aber so weit geht es dann wahrscheinlich noch nicht. Wenn ich schon mal wieder eine Pfeife, kann ich natürlich auch mal anschauen, was da los ist. Habe ich meine Wurfmesser dabei?
gerade meine Wurfmesser nicht dabei, oder was? Wurfmesser. Was hole ich mir zurück? Ich habe offensichtlich nur einen Satz zurückgezahlt. Appreciate you stepping in there. Those bastards been turning the screw on me from day one, saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. You watch yourself, right? Okay. Da sind wir so nebenbei. Also mehr Wurfmesser. Tomahawk? Wurfmesser habe ich wieder gekriegt. Pass nur gut auf mein Fell auf, Balthasar. So, die Reiterei ist natürlich gerade am Anfang des Spiels zu groß. You wanna keep this up? You think you're clever, huh? No, 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 no. With your goddamn games! I got an idea. Okay, now. I ain't afraid to get blood on my hands. You got no hope, mister. Go to hell. You're in real trouble now. Come on now, let me be. Thank you. That crazy bastard, he can rot in hell. I think you should get out of here, ma'am. I'm gonna track you down! This is very kind of you. You gotta untie me! Please! Oh, hab mir einen Feind geschaffen. Kann ich mit leben. Ich war nur kurz auf der Durchreise. Jetzt hab ich meinen Hut verloren. Und warum auch immer er die Tante mit dem Lasso eingefangen hat, statt den Typen. Aber naja, gut. Wir haben eine etwas weitere Strecke vor uns. Und dann haben wir auch mal wieder eine Mission beendet. Ich verliere das Fell nicht, wenn ich jetzt durch den Fluss gehe, aber ich glaube, hier ist, an der Stelle ist der auch nicht so tief. Folge dem Pfad, okay. Dunkeln kann man da natürlich nicht viel sehen. Diesen mysteriösen Mörder, der da irgendwo einfach aufhört. Ich kann meine Kleidung jetzt nicht wechseln. Warum ist er jetzt so weit im Norden? Hätten wir dran denken können. Muss also ein Winteroutfit auf mein Pferd leider. Ja.
Ja, ich hätte daran denken können, dass im Norden möglicherweise ein bisschen Schnee liegt, ne? Ein bisschen überschneit. Klingt nach einem Bären. Ich jetzt auch noch nicht mit anlegen. Zum aktuellen Zeitpunkt. Den Weg dahin kenne, obwohl ich hier noch nie lang gekommen bin. Oh Gott im Himmel. Den Sprung hättest du dir klemmen können, Balthasar. Hoffentlich finde ich da irgendeinen Ort, von der aus ich dann mit der Postkutsche wieder nach Hause kann. Ah, jetzt haben wir wieder etwas, was ich wie ein Bad. Was ist nicht mehr? Überlege, wie viel Sinn das macht jetzt hier, aber wir machen mal. Noch durch die Wildnis. Das erhöhte Gefahr, auf Wildtiere zu treffen, aber na gut. Just want to speak to Hernandez. We don't take two visitors up here. Kill this fool! Ah! Erstmal weg. Gegenstände. Musste ich jetzt einfach mal. Vorsichtig agieren, weil. Nein. Satteltaschen durchsuchen. Nein. Satteltaschen durchsuchen. Nein.
damit ich nicht das Puma-Fell verliere. Und ich brauche einmal kurz was zum Wachteln. Jungs, ihr seid auch nicht besonders dick angezogen. Nehmt mal den Hut auf. Was sieht das Panne aus? Come on. Trouble, but I'm just here to speak with you about Bart Calloway. Put your weapons away, and I'll come out. I'm unarmed. I just want to talk about Bart Calloway. Sure. Here's your message. Da habe ich jetzt keine Wahl mehr. Lackers Revolver. Ja. Dann brauche ich Kamera. So rum. Ja. Kann ich rein? Ja. Irgendwo muss er dabei sich gehabt haben. Munition. Giftfahrtkarte. In einer alten Hütte hast du eine Karte gefunden. Suche nach dem Schatz. Ja. Keine weiteren Zigaretten tragen, muss ich jetzt echt erst Zigaretten nehmen. Okay, ich brauche nur erstmal einen Berg zu finden mit einem Gesicht. Der Rest ist dann okay. So, wenn ich jetzt die Premium-Zigarettenpackung nehmen möchte, muss ich erst einmal irgendwie Zigaretten. Nein, ich will. Premium-Zigaretten vor. Ich will den Candle Instead ein wenig. Ist aber voll. Werfe ich davon einfach mal. Ab weg. Werde ich nämlich die am Tisch wieder nehmen. Eigentlich das Zigarettenbild bekommen. Gut. Mehr gibt es hier nicht zu holen. Alles klar.
So, jetzt muss ich mich mal irgendwo hinbegeben, wo ich mir weitestgehend safe bin. Irgendeine Stadt oder so muss es doch hier irgendwo geben. Mal hier auf der Karte. Jetzt am Cairn Lake. Aber das sieht doch aus wie eine Stadt. Spider George. Glacier. Oh, eigentlich brauche ich eine Postkutsche vor allen Dingen. Könnte aber auch einfach nur irgendein vergammeltes Dorf. Mal gucken, Mama. Halten wir mal da noch hin. Yep. Ah. Die Wölfe kommen schon. Hören wir mal. Ne? Ich soll mich mal lieber um die Schafe kümmern, nicht um mein Pferd und mich. Gut. Ja, verlassen das. Warte mal, war das hier, wo ich mich niedergelassen hatte? Nein, kann nicht sein. Oder? Ne, so weit im Norden war ich nicht. Ready? Lassen wir bitte. Werkstatt. Gucken wir mal, was wir so finden können. Monika und. Oh, da ist noch eine Schublade. Dieser Hut geht gar nicht. Ah, ein Püppchen. Kinder haben wir aber keine mehr bei uns in der Gruppe. Boah, ich habe auch kein Tüppchen. Besonderes hier. Bisschen schade, dass hier so gar nichts mehr irgendwie ist. Also die Hütte und ein paar Bäume gepflanzt. Also es ist schon etwas länger wohl nichts mehr.
Spyro Lagoon. Nix, hier sind keine Städte mehr. Hagen. Muss doch irgendwo möglich sein, irgendwo eine Stadt zu kriegen hier. Wenn das Valentine die letzte war. Und ich jetzt keine Schnellreiseoption habe, um hier wegzukommen. Das sieht tatsächlich momentan zumindest aus. Kann ich dir wenigstens aus dem Lager heraus dann die Schnellreise an Tasche? Vorräte? Macht er sich ja eher an eine etwas passendere Stelle auf. Das macht keinen Sinn. Zurück. Herstellen. Auch nichts. Stellen wir einen Brandsatz her. Beim Molotow-Cocktail, wenn man so will. Lager abbrechen. Come on, boy. So, wie kann ich ihn jetzt dafür sorgen, dass ich da jetzt irgendwie vernünftig hinkomme? Strecke. So, eine Postkutsche in der Nähe. Also ich muss die gesamte Strecke laufen. Ja, das mache ich aber zwischen den Folgen gewissermaßen. Andererseits, bei dem Spiel verpasst man da echt einiges, wenn man in den Folgen arbeitet. Hört sich dann irgendwo an der Straße an einer anquatschen oder so. Deswegen ziehe ich jetzt tatsächlich durch und die Folge könnt ihr selbst entscheiden, ob er zu Ende guckt. Ich gehe erstmal davon aus, dass dann nicht viel passieren wird. Aber es wird jetzt nur noch so weit laufen, dass ich eben mich nach Valentine zurückbegebe. Ich muss essen. Warum gewöhne ich mich dran, dass ich meine Dinger hier im immer voll halten sollte? Aber ich muss auch tatsächlich ein paar Raubfälle begehen, weil ich nur so meine Dead-Eye-Leiste dauerhaft boosten kann. Da kommen einige sehr nützliche Fähigkeiten mit einher, die ich vor allen Dingen auch für die Jagd brauche. Und hier oben fährt kein Zug. Nein, absteigen wollte ich jetzt nicht. Okay, boy. Let's go. Yep. So, das Pferd ist nervös geworden. Und ich habe vergessen, wie ich das denn dann beruhigen kann. Da ist noch ein Hase zum Kopf trampeln. Zwei. Ja. Yeah.
Komme ich nicht in den Sinn, dass ich den Weg auch hergekommen bin. Bin ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, hat ja mehr ist was abgekürzt. Da ist noch ein Hase. Hat sie nicht erledigt? Häschen. Yep. Ja. Oh, ein Bär. Yeah, good boy. Na komm schon, du. Ein anderer, jetzt habe ich gesehen. Was man so. Ja. Yeah, okay, boy. Jetzt habe ich das Laden verloren. Hast du gut gemacht, Häschen. Na gut, dann weiter. Wieder ein etwas wärmere Gefilde, nehme ich an. Ja. Zahme Pferd. Aber weiter sah. Ich weiß gar nicht, wie viele Fälle ich so maximal lagern kann. Ja, hieran erinnere ich mich. Und jetzt mal was dunkler tätig gekommen sind. Hier fährt die Eisenbahn wieder, also wieder willkommen in der Zivilisation. Man kann ja eigentlich auch in Valentine die Quest einlösen, ne? Kind ist noch. Ja. Mister. Fine morning, partner. Wer hat mich denn hier gerade zugequatscht? I'm not talking to you because you won't talk to me. You won't, and it's not fair. How come you get to make the choice and not me? Just leave me alone, will you? This is exhausting. Hey, mister. I just don't want him to see me. We're not friends anymore. We're not. They won't forgive you. Uh-uh. They didn't forgive me. There is no forgiveness. None, friend. None. What the Prediger? Okay. I know you want it. I can smell it on you. Well, it isn't happening. No, it isn't. That's why I'm out here, well away from them. See, they come for me, but I'm watching. I never sleep. Das wird alles erklären. Okay. Seltsam.
Manche Leute, aber okay. Wenn er seinen Spaß hier draußen in der Wildnis haben will. Merk schon so ein bisschen die Gemeinsamkeiten mit GTA. Valentine. Sehr gut gemacht, Balthasar. There, boy. Morning, mister. Wollen wir mal ein bisschen säubern. Yeah, that's better, boy. Can you give me some more tobacco? Let me get through. You stay away from my woman, you son of a bitch! No one's gonna bet either. Just a little peck on the cheek! Think I'll have another drink, and then go see your wife. So that's what you do, huh? Sleep with another man's woman. I ain't to be made a fool of. Well, you made a fool out of him. Maybe I make a fool out of you. Well, you just like a fly buzzing around, ain't you? I was cursing you till his last. Huh. No brawling this time, all right? Oh, I'm on my best behavior. What do you have? Hey. Essen. Hey. Danke schön. Who the hell are you? Ja, ganz schön große Klappe. So. Das kann ich mir, was ich im Moment. Den werde ich jetzt nicht plündern oder sonst irgendwas. Das gibt nur Ärger. Doch, doch. Oder so. Don't dawdle now, get gone. You gotta go. God damn it. Going over right here. Just what the hell is wrong with you? Warum bin ich jetzt schon wieder gesucht? I might not read so good, but I have to memorize my authority here and preach. Last warning now. Well, hell, you don't. Gut, die ermitteln da. Gut, dass ich aus dieser Entfernung mein Pferd noch rufen kann. Aber ich bin hässlich mutlos geworden. Jetzt muss ich aber noch gucken. Ich will irgendwie die Fortschritt. Sorry. Mittel 2. Oh, nein. Das nicht. Nein. Fortschritt und nein, so nicht was von Tagebuch in meinem Tagebuch, so mit Sicherheit. Ah, doch, dazu. Come on. So,
kurz. Excuse me, madam, behind you. Hello, sir. Excuse me. Excuse me, but I need some money. Easy. Oh, you. I fought in the war. Thing. I am so sorry. I fought for you. Partner. Hey, brother. Du schon wieder. Can I get a buck, mister? Mickey, na komm hier. Sure. Thank you. Oh, thank you, mister. Hey, mister. Who's this then? Chatterbox, son of a bitch. Y'all can watch. Oh, joy. Hello, mister. Hey, mister. Well, spit it out. What do you need? Ich suche jemanden. So, Five Finger Village ist die nächste Mission. Okay, ich beende einfach die aktuelle Folge hier. Bedanke mich mal wieder für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, bis dahin, euer Staffel.